Aufgrund des nach wie vor stürmischen Wetters fuhr an diesem Tag nur ein einziges Ausflugsschiff vom Norderneyer Hafen weg, nämlich zur Nachbarinsel Baltrum. Los ging es aufgrund des starken Windes am Vormittag erst um 12.30 Uhr mit dem Schiff Frisia 11. Der Ausflug ist buchbar auf frisonaut.de und kostet pro Person etwa 25 Euro, für Kinder die Hälfte. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Die Fahrt ging nach Osten über das Wattenmeer, am Leuchtturm und an einer Seehundbank vorbei bis nach Baltrum. Baltrum ist die kleinste der ostfriesischen Inseln. Sie ist autofrei, 5 Kilometer lang und 1,5 Kilometer breit und es leben knapp 500 Einwohner dauerhaft dort. Sie leben hauptsächlich vom Tourismus und beherbergen rund 70.000 Urlauber pro Jahr. Die Highlights auf der Insel sind das Museum Altes Zollhaus, das Nationalparkhaus und das Sindbad, Meeresschwimmbad und Wellnesszentrum. Und natürlich die absolute Ruhe und Abgeschiedenheit. Wir sind direkt nach der Ankunft im Hafen in eine Pferdekutsche eingestiegen und hatten dabei mit dem Wetter Glück im Unglück. Es hat nämlich direkt nach dem Start der Kutschfahrt zu schütten begonnen. Die Kutschfahrt wurde übrigens angeboten vom Fuhrunternehmen Munir, Link in der Videobeschreibung. Nach der Kutschfahrt hat dann wieder die Sonne geschienen. Wir haben den Nachmittag zunächst bei Kaffee und Kuchen im Café Tansdora verbracht, bevor dann auf einem kleinen Rundgang durch das Dorf der nächste Schauer drüber gezogen ist. Also richtiges Aprilwetter an diesem Tag. Auf dem Rückweg ging es natürlich wieder vorbei an den Seehunden. Das Wasser stand aber am Nachmittag schon deutlich höher. Das Programm des letzten vollen Urlaubstags begann um 12 Uhr mit einer Busfahrt zum Oasestrand, wo wir erstmal ein leckeres Picknick gemacht haben. Anschließend war Zeit für Entspannung in den Strandkörben am weitläufigen Sandstrand. Der Oasestrand erinnert ein wenig an den Strand von St. Peter-Ording. Er ist ähnlich breit,
Und der Sand ist mindestens genauso feinkörnig. Zum Abschluss des entspannten Nachmittags sind wir dann am Nordstrand entlang zurück in die Stadt gewandert. Das sind etwa 7 Kilometer Wegstrecke. Nach den stürmischen Tagen zuvor mit viel Wind und Regen war das ein schöner Abschluss der Urlaubswoche. Inmitten von Wellen und stürmischem Wind, da liegt sie, die Insel, der Urlaub beginnt. Norderney, du Perle aus Sand und Meer, wo das Herz sich öffnet und die Seele noch mehr. Oh, Norderney, wo die Wellen singen, wo die Träume in den Himmel schwingen, mit Strand und Meer, so endlos und weit. Norderney, hier fühl ich mich befreit. Schreien aufgeregt im Chor, und der Wind, der flüstert mir was ins Ohr. Die Promenade, sie leuchtet im Abendrot. Hier find ich Ruhe, hier fühl ich mich gut. Oh, Norderney, wo die Wellen singen, wo die Träume in den Himmel schwingen, mit Strand und Meer, so endlos und weit. Norderney, hier fühl ich mich befreit. Da atme ich tief ein, spüre den Puls, das Leben so rein. Im Sand hinterlasse ich Spuren ganz sacht, für die Erinnerung an diese eine Nacht. Oh, Norderney, wo die Wellen singen, wo die Träume in den Himmel schwingen, mit Strand und Meer, so endlos und weit. Norderney, hier fühl ich mich befreit. Norderney, hier fühl ich mich befreit. Oh, auf dem Deich, da atme ich tief ein, spüre den Puls, das Leben so rein. Im Sand hinterlasse ich Spuren ganz sacht, für die Erinnerung an diese eine Nacht. Oh, Norderney, mein Anker, mein Hort, wo die Träume wohnen an diesem Ort. In deinem Glanz, da find ich mein Glück. Norderney, ich komm immer wieder zurück. Norderney, du Inselparadies, wo Träume tanzen im Sonnenschein süß. Nach der Rückkehr an der Strandpromenade habe ich noch auf der Uferbefestigung das Spiel der Wellen beobachtet. Die vom Sturm der letzten Tage noch aufgewühlte Nordsee produzierte schon ordentliche Wellen. Am letzten Abend waren wir dann nochmal zu Gast bei der Sergio, dem beliebten Italiener am Rand der Innenstadt. Ich hatte dieses Mal Schweinefilet-Medaillons in Steinpilzrahmen mit Pasta und einem kleinen Salat.
Auf der Heimreise von Norderney nach Hamburg habe ich noch einen Abstecher nach Papenburg zur Meierwerft gemacht. Dort wurde nämlich ein paar Tage vorher die Carnival Jubilee ausgedockt und nun lag sie schön fotogen im Hafenbecken der Werft. Die Carnival Jubilee ist nahezu baugleich mit der AIDA Nova, mit der ich in diesem Jahr auf Norwegen-Kreuzfahrt war. Die Videos dazu findet ihr in der Playlist Kreuzfahrten auf meinem Kanal Fernweh und Meer. Das war meine Reise auf die Nordseeinsel Norderney mit dem Single-Reiseanbieter Sunwave. Wenn ihr Fragen zu Norderney oder zu Sunwave habt, schreibt sie gerne in die Videokommentare. Ich werde sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Und jetzt sage ich Ciao, Tschüss und Servus. Bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Macht's gut, bis bald.